Hi, hier ist Denise, eure Hessenschaft Wissen Science Reporterin. Heute bin ich an der Goethe-Universität Frankfurt und unterhalte mich mit Professor Dr. Klaas Martinus Poss über seine Forschung im Bereich der Antibiotikaresistenz. Er arbeitet daran, Resistenzen zu bekämpfen und somit wirksame Antibiotika gegen sonst resistente Bakterien zu entwickeln. Das wird sicher spannend. Hallo, Herr Poss. Hallo und herzlich willkommen. Danke sehr. Womit beschäftigt sich denn Ihre Forschung? Meine Forschung beschäftigt sich mit der Antibiotikaresistenz der Bakterien. Die Bakterien sind damit gegen ein Antibiotikum oder Antibiotika resistent und können sich entsprechend zur Wehr setzen. Dies äußert sich zum Beispiel bei der Behandlung von einem Patienten, der eine Infektion hat mit einem Bakterium, das diese Therapie nicht anschlägt. Mit anderen Worten, das Antibiotikum ist nicht wirksam und die Infektion bleibt. Verstehe. Und woher kommen diese Resistenzen? Diese Resistenzen sind schon sehr alt. Über die Milliarden von Jahren, dass die Bakterien schon auf unserer Erde sind, haben sie ständig Antibiotika produziert und auch Resistenzmechanismen entwickelt. Damit haben die Bakterien schon sehr lange diese Resistenzmechanismen inne. Und man sieht das zum Beispiel in Forschungen, dass man im Permafrost oder in Käfige, die schon sehr lange von der Außenwelt geschützt waren, dass diese Bakterien alle Resistenzen innehaben, die wir heutzutage in der modernen Klinik sehen. Mhm. Diese Probleme gibt es ja jetzt aber schon, wie Sie gesagt haben, Milliarden von Jahren. Warum beschäftigen Sie sich denn heute mit dieser Forschung ganz konkret? Durch den Einsatz von Antibiotika in den letzten 50 und 60 Jahren sind immer mehr weitere Resistenzen aufgetreten. Und das kommt nur dadurch, je mehr Antibiotika wir einsetzen, desto mehr treten die resistenten Bakterien nach vorne. Die überleben besser als die Bakterien, die sensitiv sind. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Infektion bekommt, die dann tatsächlich eine Antibiotikaresistenz innehat, ist damit auch gestiegen. Und das sieht man den Zahlen nach auch. Damit ist es sehr wichtig geworden, dass man entweder neue Antibiotika oder auch Hemmstoffe für bestimmte Mechanismen, die zum Beispiel eine Abwehr gegenüber einer Vielzahl von Antibiotika bewirken, wie die Auswärtspumpen, dass man das weiterentwickelt. Somit kann man in der Zukunft Patienten helfen. Was genau sind denn diese Auswärtspumpen und was machen die? Die Auswärtspumpen befinden sich in der Zellhülle der Bakterienmembran. Mhm. Und sobald ein Antibiotikum in die Zelle eindringt, dort wo das Zielort ist des Antibiotikums und dort wo es in der im Bakterium dann halt zu zum Tötung kommt des Bakteriums, wenn dieses Antibiotikum eintritt, sorgen die Auswärtspumpen dafür, dass dieses Antibiotikum sofort wieder ausgeschleust wird. Mhm. Damit bleibt die Konzentration der Antibiotika in den Zellen sehr niedrig und die Bakterien können weiterleben. Gut für das Bakterium, schlecht für den Mensch. Sie konnten mir das Ganze ja jetzt sehr genau erklären. Wie findet man das denn raus? Wir nutzen dafür bildgebende Verfahren. Einerseits die Kristallstrukturanalyse. Dabei bilden wir Kristalle von Proteinen wie die Auswärtspumpe. Und damit können wir ein Bild erstellen von der Struktur. Andererseits benutzen wir Einzelpartikel-Kryoelektronenmikroskopie. Damit kann man einzelne Partikel von Molekülen aufnehmen, diese mitteln und somit erhält man auch Einsicht in der Struktur. Diese Strukturen können wir dann in 3D anschauen und ganz genau schauen, wo sich das Antibiotikum befindet in der Struktur oder wo sich der Hemmstoff befindet in der Struktur. Und wir können somit auch diesen Hemmstoff weiterentwickeln. Verstehe. Sollen Ihrer Meinung nach also lieber Antibiotika mit dem bestehenden Hemmstoff erweitert oder ganz neue Antibiotika entwickelt werden? Ich denke, beides ist sinnvoll, weil wir in ständigem Kampf sind mit den Bakterien. Die Bakterien erfinden immer wieder Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen gegen die Antibiotika. Und wir versuchen, neue Antibiotika zu finden oder unsere alte Antibiotika wieder einzusetzen, indem man spezifische Mechanismen, wie zum Beispiel die Auswärtspumpen, hemmen,
damit wir unsere gängigen Antibiotika weiter nutzen können. Okay. Wie können wir alle denn von Ihrer Forschung profitieren? Natürlich ist das Grundlagenforschung, aber die stellt die Basis dafür dar, dass man ganz gezielt neue Hemmstoffe oder Antibiotika entwickeln kann. Später könnten Medikamente auf den Markt treten, die dann Patienten helfen können, die zum Beispiel Infektionen haben mit resistenten Bakterien, die man mit den gängigen, heutzutage bestehenden Antibiotika nicht bekämpfen können, aber dann mit einem neuen Antibiotikum könnte man dieses Bakterium dann abtöten und somit Patienten retten. Vielen lieben Dank für den spannenden Einblick in Ihre Forschung. Gern geschehen. Für mich war klar zu sehen, wie man hier mit Grundlagenforschung dafür sorgt, dass Patienten, die mit resistenten Bakterien befallen sind, wichtige Hilfe bekommen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei den Science Reportern.